Ach, ja. Wo ist denn die Quest? Oben oder? Schau mal, Nomad. Die wäre hier in der Nähe. Aber gut, ich glaube, wenn wir jetzt hier nochmal EOS fertig machen, ich glaube, dann sind wir mit EOS auch durch. Ja, deswegen mache ich das jetzt auch erstmal, ne? Alles. Ich glaube, wir haben jetzt auch alle Dinge auf 100%, ne? All die, die wir bis jetzt freigeschaltet haben, natürlich. Ja, zwei fehlen noch, zwei Planeten. Aber Gott, wir haben alle auf 100%, sehr schön. Denn das ist ja, glaube ich, jetzt unser letzter Besuch von EOS. Danach werden wir nicht mehr zurückkehren. Ja, komm hoch, 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 hoch. Und was ist hier? Die Chefingenieurin Login Chefingenieurin Grace Lito. Neuer Eintrag, letzter Eintrag. Ich schließe Sammelpunkt Delta und erkläre die Evakuierung für abgeschlossen. Keiner der Verbliebenen antwortet. Ich habe ihnen geschworen. Pause. Fortsetzung. Genug davon. Ich konnte nicht einmal ein einziges Projekt fertigstellen, um sie zu retten. Dieser Felsbrocken hat uns besiegt und ich akzeptiere meinen Teil der Schuld daran. Ich werde im Shuttle sitzen. Wahrscheinlich geht's dann wieder in den Kälteschlaf. Ich werde keine Belastung sein, wenn das das Ende ist. Aber falls es einen Weg gibt, zu beenden, was wir begonnen haben, komme ich zurück. Hier spricht Chefingenieurin Grace Leto E97 Durango out. Ende des Logs. Verzeichne Kryokennung der Initiative. E97 Durango, Chefingenieurin Grace Leto. Sie war die letzte, die evakuiert wurde. Sie ist Risiken eingegangen, aber es hat nicht funktioniert. Genauso wenig wie alles andere. Trotzdem ist sie gegangen. Einige von uns haben es weiter versucht. Also ist ja die Tempest. Okay, gut, dann ist mir egal. Da werde ich jetzt später, dann werde ich später machen. Genau, dann holen wir uns jetzt alle Drohnen. Nein. Alle Drohnen. Oh Gott, ich habe noch zwei vergessen, hier noch drei. Okay, die müssen auch noch aktivieren. Alle Drohnen. Alle Drohnen, Alter. Na gut, los geht's. Jetzt haben wir alle Drohnen, alle sechs Stück. Oh, jetzt haben wir die nächste Sammelquest. Also von einer Sammelquest die nächste, ey. Alle Drohnen, die brauche ich. Ich sag doch mal, ich mal gucken, ob ich alle mache. Na, aber jetzt, ich glaube, letztendlich werde ich sowieso alle Quests machen. Ich war mir da ja unsicher, aber ich glaube. Was? Ah. Egal, weil es nicht die beste Idee ist, ich da oben abstellen. Na, war nicht die beste Idee. Egal, warte kurz. Wo geht das hin? Hier. Dann fahren wir hier hin, dann können wir hier runter rasen und dann können wir das machen und das machen. Genau.
Ja, genau, machen wir die als nächstes, dann haben wir die auch fertig und dann sind wir so bald, dann wird langsam ja auch. Ja, dann sind wir, glaube ich, auch relativ durch mit EOS bald. Wenn wir die 6 weg haben, dann. Und natürlich keine neue Quest dazukommt, ne? Das ist natürlich immer die Frage. Das Problem ist natürlich, dass wir jetzt auch neue noch haben. Also ein bisschen haben wir was zu tun. Ja, ne? Die Richtung halten. Das ist aber ein bisschen schade, weil du musst halt auch alle anvisieren, ne? Alle Drohnen, die existieren, dass du nicht eine Drohne anvisieren kannst. Das finde ich ein bisschen schade. Also ich gehe großartig mit meinem Ding um, ich weiß. Also zum Glück gibt es ja kein. Keine Sorge, Phoebe. Wir werden die Asari-Arche nach Hause bringen. Wer macht sich denn Sorgen? Die Lucinia ist entweder okay oder nicht. Und in beiden Fällen kann ich nicht viel unternehmen. Es ist ihm egal, dass Tausende ihrer Leute vermisst werden? Meine Leute kriegen das schon hin. Ich habe genügend Arbeit mit den Relikten. Die Outlet. Sie ist praktisch von überall. Schade, dass wir keine Zeit haben, schwimmen zu gehen. Ich frage mich, wie EOS wohl bei Regen aussieht. Wenn wir unseren Job machen, wird das irgendwann jemand erleben. Ah, der große See. Ich wette, Sie erraten nie, wie ich auf diesen Namen gekommen bin. Alle erwischt. Kampfbereit machen! Warum? Oh, ernsthaft, ihr kommt nicht klar mit so zwei Dingern. Ah. Das meine ich, also, dass du die ganze Crew mitnehmen kannst, ist ja okay, ja, aber letztendlich bringt es dir eigentlich gar nichts. Aber wenn du jetzt mal sagst, okay, hey, ich lass die kurz kämpfen, oder die sollen nur Kleinigkeiten, ich meine, das sind kleine Gegner. Ich sage jetzt ja nicht, die sollen, dass ich kann, ich soll jetzt ja nicht so stark sein, dass du nicht mal selbst, nichts mehr selbst machen musst. Aber ich finde, ich kann schon von der KI, finde ich, verlangen, dass die so kleine Gegner schon so weggenatscht bekommt. Einmal kurz, das ist ein Mini-Gegner. Ich sage jetzt ja hier keine. Einsteigen bitte. Ja. Okay, da sehe ich das doch schon, oder? Sieht das nicht schon da im Nebel? Ich glaube ja, ich glaube, das ist es doch. Ah nee, das ist ja. Ah nee, stimmt, das ist ja jetzt die Schnellreise. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Ja, sehr schön, danke. Danke, ey. Danke. Dann haben wir damit das letzte, ne, oder? Ne, da oben ist noch eins. Okay, da. Dann haben wir auch gleich. Ja, sehr schön, haben wir gleich alle fertig. Und durch die Schnellreise kann man den auch. Auf schön auf eine Quest herkonzentrieren, das ist auch mal ganz. Ja, ganz praktisch.
frage mich, was alle diese Teile der Reliktech früher waren. Etwas, das nicht einmal die Beobachter wieder zusammensetzen konnten. Sägezahnplatte. Es erinnert an den Kiefer eines Drachen. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Sehr schön. Dann komme ich überall zu jederzeit hin. Sehr nett. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Ah ja. Meine Sensoren registrieren Kerntechnologie, Pathfinder. Okay. Sind wir schon lang weg. Weißt du, Sam ist hält außer Langdarm. Bergungsgut irgendwas Spannendes zu finden ist. Was willst du finden? Mein Star, da was? Gut, kann ich ja kurz gucken. Na gut. Wow. Und davor kam die Cat oder was? Ja, danke. Cat-Legierung. Gut, danke. Kann man ja kurz mitnehmen, ne? Kann man ja mitnehmen. Ist der Video ist noch. Achso, ich dachte eben, wir wären noch in dem Quest. Ich dachte schon. Gut, ich würde sagen, wir fahren aber geradeaus. Wir machen jetzt keine Schnellreise, fahren aber geradeaus runter. Das geht ja schnell. Die paar Meter da kann ich auch selbst fahren. Und dann, dann die drei noch, ne? Und eins ist natürlich ganz oben. Das ist natürlich wichtig, Leute. Eins muss ganz oben sein. Damit man noch ganz viel fahren darf. Also, also ganz am Ende der Map. Aber ist da ja auch was Schönes. Weitermachen. Eine Idee des Bürgermeisters. Weil wir weitermachen müssen. Politiker. Stets hilfreich. Ne? Ja, immer. Politiker sind immer hilfreich. Ja, aber ich muss mir jetzt nicht mit jedem Cat anlegen. Wollen wir durchfahren? Ja. Alles gut, wir fahren durch. Alles in Ordnung. Ich wollte schon immer einen Stein in diese Cat-Turbinen werfen. Wir werden EOS ein für alle Mal von den Cat befreien. Die Cat müssen einfach überall ihre Spuren hinterlassen. Ich empfange Cat-Signale vor Ihnen, Pathfinder. Hier sind überall Cat. Dass du Cat-Signale empfängst, ne? Dachte ich mir. Da
Was denn? Oh Mensch, kriegt ihr nicht mal selber hier geschissen? Ah, nichts. Das sind zwei kleine Hunde, Mensch. Oder was sind die vier? Also. Oh, weißt du, wenn man was sucht, irgendein Gegner greift an, die kriegen das nicht hin, den kurz zu killen. Zwei kriegen das nicht hin. Zwei Gegner. Ich schieß da kurz drauf, dann sind die tot. Ein Gegner? Oh. Halt. Ruhig. Wo kann er dann ruhig da bleiben, also. Hier sieht ins Auge aus. Ja, ich wusste nicht, dass es ein Gegner ist. Sorry, ich dachte, das wäre kein Gegner. Hä, wo ist denn das? Also hier oder was? Nee. Ach ehrlich, ernsthaft, jetzt machen die Arme. Hätte man das nicht einfach ganz normal einbauen können, wie eben auch. Nein, die man muss spezial machen, weil lustig. Wo ist denn die Drohne? Mensch, also. Ah, also. Ja, jetzt hört es auf. Ja, wo denn? Mensch. Alles doch bescheuert mal wieder. Das ist auch wieder. Da unter oder was? Nee, ne? Ja. Gar nicht, ich weiß es nicht. Das ist ja so affig wie. Wie? Hä? Hä? Klar, ich laufe nicht. Warum? Das ist mir scheißegal. Wir machen erst das und dann können wir den Schanker sagen, machen wir das. Dann können wir einen nächsten Quest aussuchen. Mal gucken, wie viel wir dann noch zu tun haben, wenn wir dann alle Drohnen weg haben. Dann müssten wir eigentlich einen guten Teil der Quests erledigt haben. Schwarzfelsterne. EOS hat Zähne. Keine. Pathfinder, diese Reliktstätte könnte über Verteidigungssysteme verfügen. Aktiviere automatische. Sehr schön, das ist halt total doof. Richtung von Aufklärungsposten. Abbauzonen wurden ihrem Lab-System hinzugefügt, Pathfinder. Vier noch. Dann machen wir das als nächstes. Es geht nämlich am schnellsten noch. Und dann das noch oder noch vier? Oh Gott, okay. Ja, vier Quests noch, Leute, vier. Ich empfange Kettsignale vor Ihnen, Pathfinder. Ja, ich fahre dann vorbei. Alter, hier immer nur eine hohe Kettpräsenz, ne? Aber wenigstens haben wir jetzt eine hundertprozentige Lebenserhaltung erreicht. Das heißt, EOS können wir gleich verlassen. Ich
Sofern jetzt nicht irgendwie eine neue Quest wiederkommt. Und damit wäre es das letzte und dann ist Gott und haben wir alle. Ah, dann sind es noch 4 Quests und dann haben wir es geschafft. Sehr schön, mit EOS fertig. Oh, EOS macht ja einen. Gut, also EOS, ja gut. Also wir haben bei EOS jetzt sehr viel Zeit verbracht, ne? Wollte ich auch gar nicht. Also ganz ehrlich, ich dachte so kurz, okay, EOS. Ich wollte. Ich weiß es nicht, dass ihm die Asari-Arche so egal ist. Wir haben hier 100 Probleme. Wir brauchen Unterstützung, Erfahrung. Ja, sicher. Holen wir noch mehr alte Schachteln, die darüber streiten, was wir tun sollen. Wenn man lange genug wartet, lösen Probleme sich in 90% aller Fälle von selbst. Wenn Ihnen die Rettung der Asari-Arche gleichgültig ist, werde ich mich eben darum kümmern. Sehen Sie? Problem gelöst. Nice. Sehen Sie? Problem gelöst. Arbeit. Oh Gott. Nice, haben die fertig. Sehr schön. Aufgabe Drohnenbergung ist abgeschlossen. Drohne gebergt. Und jetzt habe ich das erreicht. Und dann ein Fremder hat Sekundärtier behauptet, er wollte ihnen im Kampf in die Kette auf ihr helfen. Ja, das ist das. Wir machen kurz das und dann kurz das. Ein bisschen hin und her und das. Genau, und dann haben wir noch die beiden guten Quests. Dann machen wir kurz das. Okay, das aber, das ist ja die Erinnerungen aufsammeln. Nur 2 Erinnerungen, das ist. Ah, noch nicht 2, ich dachte schon, 2. Gut, wir müssen natürlich zurückkehren, ja. Weiß nicht, ob wir einfach irgendwie mal eine ganz große Erinnerungsfolge machen, je nachdem, wie viel das am Ende dann wird. Sieht aus, als hätte die Geißel diese Relikte erreicht. Ah, oben. Ganz oben, ne? Ja, warte. Ich hab 'ne Idee. Ja, komm. Ich hab die. Warum denn mit dem Auto? Warte mal. Fahr hier ran. So, mach du. Warte mal. Theoretisch. Nee. Scheiße. Oh Mensch. Nee, geht nicht. Ja, scheiße. Immer muss auch alles ganz oben sein, ne? Da kannst du nicht mehr immer unten hinbauen. Gut wäre, da kommt trotz allem dann. Nein, die müssen alles. Immer so 1000 Wege fährst hin und her, damit das schon funktioniert. Ich halt so geil, ey, springst du da mal kurz einen Jump hin? Boden hier? Ja, gut. Gott. Dann bist du jetzt irgendwo hier dann, ne? Wie du denn unten? Ach da, so, ich wollte sagen. Sam, noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Ja. Also langsam wird bisschen viel mit Sammeln. Okay, ist jetzt die letzte Sammelquest, ne? Ja.
So langsam ist es halt dann echt, irgendwann ist es halt echt viel, ne, was das Sammeln angeht. Wenn ich die ganze Zeit sammeln. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon sammle. Ich glaube, das ist einfach die ganze Zeit eine Sammelsession. Weil das sind immer ganz cool, aber. Ja, irgendwie, es ist zwar alles hübsch hier, ne, aber irgendwie. Ja, Erosionen und was auch immer. Ja. Suchen wir lieber nach irgendwelcher Tech. Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe geortet. Sehr schön. Quest fertig. Genau, dann machen wir jetzt mit dem Kontakttreffen. Dann haben wir das alles durch und dann können wir uns in Ruhe um den Kontakt kümmern und so. Ja, aber irgendwie, mein Problem ist halt ein bisschen, das sind also Locations. Also, ja, ich weiß halt, die Wüste, aber. Hier ist so wenig, ja, so man dachte, oh geil, ich fahre jetzt hier mal entlang, wie bei Witcher oder so, wo du entlang reitest oder so. Oder in der Open World allgemein, das heißt, oh, boah, ja, da bin ich da jetzt hier lang zu fahren und das sieht voll cool aus, alles, das sieht alles schön aus, aber auch irgendwie alles so, boah, fährt man da entlang, mach was kurz, so wie so ein Abarbeiten, so, das ist die Sammelquest, aber ein bisschen auf Dauer ein bisschen träge.